In den letzten Jahren ist Clone City total in Vergessenheit geraten und ich möchte mal mit diesem Video ein bisschen an diese großartige Software erinnern. Klar, die hat ihre beste Zeit hinter sich, trotzdem war das ein Meilenstein gewesen. 1999 wurde von Oliver Castle, damals noch mit Firmensitz in Deutschland von den Elaborate Bytes, die erste Version, die 1.0.0.4, veröffentlicht. Das war das erste öffentliche Release von Clone CD. Die Besonderheit war damals schon, dass im RAW-Mode, also Rohdaten von der CD ausgelesen werden konnten und 1:1 Kopien von der CD hergestellt werden konnten. Das hat dazu geführt, dass man eine Menge von Kopierschutzmechanismen umgehen konnte. Dadurch wurde Clone CD sehr schnell sehr beliebt. Und vor 2003 konnte man die Software auch noch im Mediamarkt ganz legal kaufen. Die Software hat sich dazu geeignet, eine ganze Menge CDs zu kopieren. Nicht nur Spiele, nicht nur Software, sondern auch Musik-CDs. Und bei manchen Kopierschutzmechanismen konnte die auch den Kopierschutz entfernen. Man hatte dann also am Ende eine kopierschutzfreie CD. Das war zum Teil echt notwendig, denn auf Musik-CDs war es verheerend, einen Kopierschutz zu haben, weil manche Player die dann einfach nicht mehr abgespielt haben. Fliegen wir mal kurz durch die Geschichte. 1999, wie gesagt, das erste Release. Firmensitz damals noch in Deutschland in Lochhofen. Entwickler Oliver Castle. 2002 wurde der Firmensitz der Elaborate Bytes AG in die Schweiz verlegt. 2003 kam eine Urheberrechtsnovelle, was den Verkauf von solcher Software in Deutschland illegal gemacht hat. Das hat dann dazu geführt, dass an Slysoft die Software verkauft wurde. Slysoft saß damals auf Antiqua. Damit war Clone CD für mich irgendwie gestorben, weil Slysoft nicht so viel Engagement in die Entwicklung gesetzt hat. Es gab damals dann auch schon bessere Software wie Alkohol 120 zum Beispiel. 2016 wird Slysoft dann zu Red Fox und unter dem Namen wird jetzt auch Clone CD weiter vertrieben, aber wie gesagt, es wird nichts mehr groß entwickelt. Die aktuelle Version ist von 2016 und die auch nur, weil wahrscheinlich die Lizenzkeys jetzt von Red Fox akzeptiert werden sollen. Ihr kennt doch bestimmt alle das Brennprogramm Nero. Die Softwarefirma hinter Nero ist Ahead Software. Wenn man auf die alte Webseite von Clone CD, also von LB, schaut, findet man da, dass die Entwickler scheinbar gut zusammengearbeitet haben. Nero hat zwar nie so richtig einen Kopierschutz umgehen können, aber trotzdem gab es da scheinbar eine Zusammenarbeit. Aber genug der trockenen Fakten. Wir gehen jetzt mal auf meinen Windows 10 PC und ich kann natürlich immer noch die aktuelle Version von Clone CD starten. Wir schauen uns auch mal die Besonderheiten an und wie man früher so CDs kopiert hat. Ein Paradebeispiel war Age of Empires 2, das war mit SafeDisk 1 ausgestattet. SafeDisk 1 hatte defekte Sektoren auf der Platte und wenn ich jetzt Nero dafür verwendet hätte, hätte das Kopieren nicht funktioniert. Da Clone CD aber im RAW-Modus Daten ausliest und auf die neue CD schreibt, konnten einfach die defekten Sektoren mitkopiert werden und das Spiel ist dann gestartet. Bevor ich jetzt so ein Spiel kopieren konnte, musste ich natürlich erstmal rausfinden, was für ein Kopierschutz war denn da drauf. Dafür gab es dann Tools wie zum Beispiel Cloni XXL, CD einlegen und auf Scannen drücken, dann macht es diesen Ton hier. Und dann hat es mir angezeigt, welche Version vom Kopierschutz auf der CD war. In dem Fall ist es SafeDisk 1 gewesen und jetzt habe ich nicht gleich Clone CD gestartet, sondern ich habe einen Profiler verwendet. Man konnte nämlich für Clone CD Profile anwenden, wie die CD behandelt werden soll und je nach Kopierschutz musste die anders behandelt werden. Dieser Profiler, den ich jetzt hier öffne, der heißt Alkoholer. Trotz des Namens, der war auch mit Clone CD kompatibel. Hier konnte ich dann einfach meinen genauen Kopierschutz einstellen und konnte dann hier auf Start Clone CD drücken. Damit wurde das Profil direkt übergeben an Clone CD und ich konnte die CD einlesen. Ich habe jetzt bei Clone CD auch ohnehin mehrere Möglichkeiten gehabt. Ich konnte also die CD einfach nur einlesen und auf Festplatte speichern. Ich konnte die CD einlesen, auf Festplatte speichern und wieder von Festplatte auf CD schreiben. Oder ich konnte, wenn ich zwei Laufwerke hatte, auch eine Direktkopie machen. Das war damals ziemlich elegant, denn wenn man so eine CD kopiert hat und das Spiel die als Original erkannt hat, war es auch überhaupt kein Problem, das Spiel zu patchen und es lief einfach weiter. Man hat den offiziellen Hersteller-Patch runtergeladen und konnte mit der CD einfach weiterspielen. Heute ist das ein bisschen anders, wenn man so NoCD-Cracks oder sowas hat, da muss quasi bei jedem Patch, der rauskommt, auch der NoCD-Crack nachgepatcht werden. Durch die Erfolge, die Clone CD hatte, wurden halt die Kopierschutzmechanismen auch immer restriktiver und haben den Spieler immer mehr genervt. Das hat dann dazu geführt, dass Spieler, die eine Original-CD hatten, eigentlich die Gegängelten waren. Ich kann mich zum Beispiel noch an Codename Panzers erinnern. Das hat alle paar Minuten die CD angeschmissen und geguckt, ob ich auch die Original drin hatte und ich hatte damals die Original drin und dann ist die Framerate im Spiel brutal eingebrochen. Deshalb jetzt noch ein kleines Zitat aus einem Spiegelartikel von 2003. Der sogenannte Kopierschutz ist in Wirklichkeit gar keiner, klagt auch Andreas Pfitzmann, Informatikprofessor an der TU Dresden. Er bewirke vielmehr genau das Gegenteil dessen, was er leisten solle. Ehrliche Kunden, die ihre bezahlten CDs nicht abspielen können, schreckt er ab und für Technikkenner ist er keine Hürde. Wer auch nur ein bisschen Ahnung habe, könne sich sogar Kopien ziehen, die durch Fehlerkorrektur besser sind als das Original.
Ich fand das damals eine tolle Zeit mit Clone CD, weil sich auch eine große Community gebildet hatte. Es gab Webseiten wie Brennmeister oder Copybase, die sich damit beschäftigt haben, die Hilfestellung gegeben haben, die große Datenbanken mit Kopierschutzmechanismen zum entsprechenden Spiel angelegt haben. Wenn ihr noch ein paar Erinnerungen aus der Zeit der CDs habt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Oh no!